Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, Zuseher, Zuhörerinnen, Zuhörer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute eine Sondersitzung zu einem äußerst wichtigen Thema, nämlich mittlerweile weltweit seit 100 Jahren die schwerste Pandemie und das mittlerweile über einen Zeithorizont, der einfach zu lange ist. Allen wird es uns zu lange, ist ja völlig eindeutig und völlig klar. Vor 12 Monaten wurden diese ersten Spuren einer regionalen Epidemie in China entdeckt. Dann haben sie sich verbreitet in einem sehr dramatischen Tempo. Und seit dem 25. Februar tritt diese Pandemie auch bei uns hier in Österreich auf und sie beschäftigt uns enorm. Sie ist für uns alle eine gigantische Herausforderung, diese schwerste Gesundheitskrise seit Jahrzehnten und für uns alle auch eine schwere Belastung in allen Bereichen, für jeden und jede Einzelne in unserer Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube allerdings, und das ist jetzt eine negative Botschaft, ich glaube allerdings, dass wir in den nächsten Wochen die schwierigste Phase dieser Pandemie erleben werden. Warum werden wir diese schwierigste Phase erleben? Aus mehreren Gründen. Erstens deswegen, weil wir mittlerweile wissen, dass in ganz Europa dieses sogenannte UK-Mutationsvirus B117 sich massivst verbreitet, ausgebreitet hat. Das führt dazu, dass die Infektionszahlen steigen werden, weil es ein erhöhtes Ansteckungsrisiko gibt, Punkt 1. Zweitens, warum werden wir eine schwierige Phase haben? Weil jetzt die Liefermengen in den nächsten Wochen seitens der Produzenten dieser Impfprodukte, und ich komme gleich auf die Einschätzung und die Bewertung, noch deutlich beschränkter sind. Das heißt, das Tempo der Impfung in ganz Europa und auch in Österreich wird alleine dadurch bestimmt, wie es mit dem Zeitpunkt der Genehmigungsverfahren aussieht und wie es zweitens mit dem Zeitpunkt und der Menge der Lieferungen aussieht. Das bestimmt unser Tempo, in dessen Rahmen tun wir alles in dieser Republik, damit jeder Tag genützt wird, um möglichst vielen Menschen, die das wollen, tatsächlich auch die Impfung zu ermöglichen. Und in diesem Sinn, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich dankbar für diese Sondersitzung und auch für diese dringliche Anfrage, aus mehreren Gründen heraus. Einerseits ist es tatsächlich so, dass die Impfung die einzige große Perspektive für uns ist, die Chance auf eine Wende, die Chance, diese Pandemie tatsächlich zu beschränken und Schritt für Schritt zu beenden auf diesem Planeten, dafür zu sorgen, dass wir wieder andere Lebensperspektiven, wieder andere Lebensmöglichkeiten erhalten. Die Impfung ist eine historische Chance für uns alle und ich bin glücklich und froh darüber, dass die Wissenschaft, dass die Forschung diesen ganz großen Erfolg gebracht hat, Impfstoffe in kurzer Zeit zu erforschen und zu produzieren, die uns alle dienen. Zweitens bin ich deswegen darüber froh, über diese dringliche Anfrage heute und die Sondersitzung, weil ich glücklich bin darüber, dass wir über das Tempo diskutieren, über die Art und Weise, wie wir das Tempo noch steigern können, mit dem Willen, die Impfungen durchzuführen und umzusetzen und nicht über die Scheinargumente und Fake News von manchen Impfgegnern, die dieses Projekt blockieren wollen und verhindern wollen. Das ist gut, dass wir genau darüber reden und das motiviert, glaube ich, auch viele Menschen. Wir merken es auch, da ist eine Stimmungswende in Österreich derzeit im Laufen hin zur Unterstützung und zur Teilnahme an den Impfprogrammen und genau das brauchen wir. Und sehr geschätzte Klubobfrau, drittens, glaube ich, ist es offensichtlich auch notwendig, ein paar Informationen zu geben. Deswegen sitzen wir und stehen wir ja auch hier. Denn im Anfragetext finde ich sehr veraltete Daten. Also wenn man die Impfquoten vergleicht mit dem Zeitpunkt 30. Dezember, bitte reden wir doch direkt darüber. Da könnte ich wirklich tagesaktuell jederzeit für eine aktuelle Formulierung des Anfragetextes entsprechende Daten zur Verfügung stellen. Und ich finde es auch nicht besonders korrekt,
wirklich populistisch in manchen Bereichen zu argumentieren, auch auf Basis von Halbwahrheiten. Aber das werden wir ja jetzt erklären können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Dezember setzt diese Bundesregierung auf einen Drei-Stufen-Plan. Drei Stufen, die im Wesentlichen davon charakterisiert sind, dass wir erstens die Infektionszahlen möglichst reduzieren wollen, deswegen das ungeliebte und auch natürlich von mir alles andere als geliebte Instrument des Lockdowns. Wir müssen runter mit den Zahlen. Wir müssen erreichen, dass wir die Pandemie durch eine Reduktion der Neuinfektionszahlen besser kontrollieren können. Wir setzen zweitens auf einen massiven Ausbau von Testungen und drittens auf unser Hauptthema von heute, aber Sie haben es ja generell auch angezogen. Und das ist auch richtig, denn das Impfen ist der dritte große zentrale Teil dieses Drei-Stufen-Plans der österreichischen Bundesregierung. Und jetzt muss ein vierter Punkt dazukommen, nämlich die Kontrolle und die Begrenzung der Mutation, von der ich am Beginn gesprochen habe. Wenn wir etwa nach Irland sehen und merken, dass in Irland, ein Land, das kurz vor Weihnachten das beste Land Europas war bei den Infektionszahlen, sich das ins Gegenteil innerhalb von nur 3 Wochen verkehrt hat, dann merken wir, welche Dynamik diese Mutation tatsächlich hat und wie riskant diese Mutation für uns alle ist. Und deswegen glaube ich, ist es völlig richtig, dass wir in der Bundesregierung gestern uns dazu entschieden haben, jetzt diese Situation noch einmal ganz präzise zu analysieren, auch in Kooperation mit internationalen Experten und erst dann zu entscheiden, wie die nächsten Maßnahmen und entsprechenden Entscheidungen tatsächlich ausfallen. Erstens also die Infektionszahlen. Wo liegen wir im Augenblick? Die Maßnahmen der letzten Monate haben funktioniert. Wir haben Wirkung gesehen. Wir hatten etwa im November eine Höchstzahl bei den Neuinfektionen, bei den täglichen, von über 9.000 Neuinfektionen an einem Tag. Heute sind wir bei 1.917. 1.917 sind 1.917 zu viel. Überhaupt keine Frage. Wir sind noch zu hoch, aber die Zahlen sind deutlich runtergegangen. Zweitens, wir waren bei aktiven Fällen im November bei einem Höchststand von 75.000. Auch das dramatisch. Das ist eine Stadt, eine mittelgroße Stadt in Österreich, die in diesem Sinn als aktiver Fall erkrankt bzw. infiziert war. 75.000 waren es. Heute, mit Stichtag heute Morgen, sind es 19.190. Und wir hatten einen extremen Belag der Intensivstationen mit bis zu 709 Betten, die von schwerst erkrankten Covid-Patientinnen in Anspruch genommen werden mussten. Eine extreme Überbelastung unserer Spitäler dadurch. Jetzt, heute sind wir mit heute Morgen bei 354, also auch da in etwa eine Halbierung. Das heißt, die Richtung stimmt, aber wir sind weit noch nicht dort, wo wir hin müssen, wo wir hingehören, wo wir hinwollen. Und wenn Sie sich ansehen, wie dramatisch diese zweite Welle gewesen ist, dann sehen Sie es hier. Und diese Kurve jetzt nach unten, das ist die konsequente Auswirkung der entsprechenden Maßnahmen der letzten Monate. Wo stehen wir damit international? Das vielleicht auch noch kurz eingeflochten. Wir haben hier die 7-Tages-Inzidenz, das ist die durchschnittliche Zahl je 100.000 Einwohner. Das ist der internationale Leitbegriff, mit dem auch verglichen wird und gearbeitet wird. Ja, und wir haben, Österreich ist die dicke rote Linie, die Sie schön sehen können, nach einem Peak im November, ich habe davon gesprochen, nun eine Situation, wo wir deutlich hinuntergegangen sind und jetzt zu den besten Ländern Europas zählen im Augenblick. Das ist vom Ranking her gut, von den Realzahlen absolut noch nicht ausreichend. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das Phänomen, was wir derzeit in Europa sehen, das ist genau jenes. Ich habe zuerst erzählt von Irland, das erkennen Sie. Das ist Irland in den letzten Tagen. Dramatisch nach oben, Verzehnfachung der Zahlen innerhalb von nur 3 Wochen. Und so könnten wir jetzt viele EU-Mitgliedstaaten durchgehen, wo wir ähnliche Trends sehen und ähnliche sehr schwerwiegende Entwicklungen. Und deswegen
planen derzeit alle Regierungen Europas um, weil offensichtlich diese Mutation auf B.1.1.7 bereits weit verbreitet ist am gesamten Kontinent und dafür sorgt, dass die Zahlen dramatisch nach oben gehen. Der zweite Bereich, das waren also die Infektionszahlen. Wir sind besser geworden, aber wir sind weit noch nicht am Ziel. Zweiter Bereich, die Testungen massiv auszubauen. Sie können sich erinnern, im Frühling des vergangenen Jahres, da haben wir oft diskutiert darüber, ist dieses phänomenale Ziel von 15.000 Testungen am Tag irgendwann einmal zu erreichen. Wo stehen wir heute? Ich sage Ihnen die heutigen Testzahlen. Wir haben heute bei den PCR-Tests eingemeldet 18.800 und, jetzt hören Sie bitte zu, wir haben heute eingemeldet 102.000 Antigentests, das alles in den letzten 24 Stunden. Das heißt, das ist eine Testintensität, wie wir sie noch nie in Österreich erlebt haben. Und das ist wichtig, das ist gut und das trägt ganz wesentlich dazu bei, dass wir die Infektionszahlen besser kontrollieren und absenken können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass wir morgen einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen, in dem Berufsgruppentestungen ermöglicht werden und in dem auch Zugangstestungen ermöglicht werden. Die Frau Klubobfrau lächelt. Ich hoffe sehr, dass wir da zu einem gemeinsamen guten Ergebnis kommen, weil das Ziel entscheidend ist. Das Ziel entscheidend ist, dass wir die Testungen weiter erhöhen können und dass wir asymptomatische Personen aus dem Infektionszyklus herausholen können. Ja, und der dritte Punkt, ich habe schon kurz angezogen, ist diese aktuelle neue Mutation, die uns so viele Sorgen macht, nämlich B.1.1.7 mit einem Plus von nach allen Studien im Schnitt gerechnet 56% bei der Ansteckungsfähigkeit. Das bedeutet umgerechnet, wir haben eine Kennzahl gelernt unter uns Virologinnen und Virologen, die wir mittlerweile in dieser Republik fast alle sind und das ist auch gut so. Reproduktionsfaktor, der effektive, liegt derzeit in Österreich bei knapp über 1. Und mit dieser Mutation würde sich dieser Reproduktionsfaktor noch einmal um 0,5 erhöhen. Das heißt, auf 10 Personen, die infiziert werden und infiziert sind, würden dann 15 Personen kommen, die von diesen 10 angesteckt werden. Und rechnen Sie das hoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, so ist Irland erklärbar, so sind die alarmierenden Zahlen in der Slowakei erklärbar und vieles andere mehr. Die britische Regierung hat am 21. Dezember die ersten großen Forschungsergebnisse zu diesem Virus präsentiert. Wir haben am Tag danach reagiert mit entsprechenden Landeverboten für Fluggeräte, für Flugverkehr aus Großbritannien und dann auch aus Südafrika. Und wir haben die Sequenzierungen, also die Analyse der Mutationen, wo tritt B.1.1.7 tatsächlich auf, vervielfacht in Österreich. Und ich kann Ihnen sagen, alleine in dieser Woche werden 1.800 Sequenzierungen vorbereitet durch entsprechende Vorsequenzierungen. Das heißt, zwei Schritte. Zuerst wird analysiert, ob generell eine Mutation vorliegt und dann wird präzisiert, welche es ist und ob es damit B.1.1.7 tatsächlich ist. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt. Und wir haben drei Schritte in diesem Bereich fixiert, nämlich erstens diese Sequenzierungen, die Kontrolle von Risikotestergebnissen massiv auszubauen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Einreisebestimmungen dort, wo es noch Lücken gibt, auch massiv zu verstärken. Das ist der wichtige zweite Punkt. Und drittens, die gute Nachricht ist, alles, was insgesamt gegen dieses Virus hilft, nämlich der Mindestabstand, die Maske, die Hygienemaßnahmen, das wirkt auch gegen die Mutation. Und deswegen heißt die Reaktion ganz eindeutig, seien wir noch konsequenter in dieser Situation, was die Umsetzung der Maßnahmen betrifft, angesichts der Tatsache, dass sich diese Mutation in ganz Europa ausbreitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Öffentlichkeit vor einigen Tagen darüber informiert, dass wir bei vier konkreten Personen dieses Virus B.1.1.7 entdeckt haben.
Und die schlechte Nachricht, nachdem wir jetzt diese Sequenzierungen massiv erhöht und verdichtet haben, haben wir mittlerweile bei 70 Personen Verdachtsfälle, die noch nicht abgeklärt sind, wo die Vorsequenzierung gezeigt hat, dass es hier eine Veränderung, dass es hier Mutationen gegeben hat. Diese Proben werden jetzt von der Akademie der Wissenschaften beprobt, sequenziert. Das dauert einige Tage. Wir werden Anfang nächster Woche alle Details haben. Ich habe gerade etwa mit dem Landeshauptmann von Tirol wieder telefoniert, wie es in der Gemeinde Jochberg ausschaut. Da haben wir ja sofort eine Gesamttestung der Gemeinde verlangt. Die wird auch gerade umgesetzt. Heute Morgen war der Stand 200 Testungen durchgeführt, alle bisherigen durchgeführten Testungen negativ. Das ist gut. Und wir haben gemeinsam beschlossen, wir wollen dieses Testprogramm jetzt ausbauen, und zwar auf den gesamten Bezirk Kitzbühel, damit hier aufgrund der Nähe der Ortschaften, der Gemeindegebiete ein tatsächliches Wissen und eine Kontrolle der realen Infektionssituation entsteht. Das heißt, wir sind auf der sicheren Seite bei jedem Anlassfall. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und der vierte Punkt in diesem Paket, und ich denke, wahrscheinlich sogar der wichtigste, da teile ich auch das Statement der Frau Klubobfrau am Beginn, ist die Impfung. Und ich muss dazu sagen, ich halte es wirklich für ein bisschen unfair, immer den Vergleich mit Israel zu strapazieren. Warum? Weil es ein gesamteuropäisches Beschaffungsprojekt gibt. Und ich sage Ihnen, ich bin stolz darauf, das ist eine europäische Erfolgsgeschichte, dass Europa gemeinsam diese Beschaffung durchgeführt hat, dass Europa gemeinsam verhandelt hat und gemeinsam die Marktmacht der Europäischen Union eingesetzt hat. Stellen Sie sich vor, wie schwierig dieser Beschaffungsvorgang ansonsten für kleine Mitgliedstaaten, etwa wie Österreich, sein würde. Ich glaube, das war ein guter, ein europäischer Weg, den wir gemeinsam gehen. Und es ist ja nicht nur die Beschaffung und die Verhandlung. Die Europäische Union hat geholfen und massivst finanziert bei der Forschung, bei der Forschungstätigkeit. Das sind ja vielfach europäische Forschungsergebnisse, auf die wir als Europäerinnen und Europäer auch stolz sein können. Und wir haben gemeinsam als Europa dafür gesorgt, dass die Produktionsstätten Schritt für Schritt jetzt ausgebaut werden, auch von BioNTech, auch gerade hier in Europa. Sie werden in den nächsten Tagen davon mehr hören. Und wir haben bei dieser Beschaffung, an der Österreich ganz wesentlich mitbeteiligt ist, nicht nur, indem wir nationale Alleingänge damit unterbunden haben, sondern indem wir auch bei der Steuerung dieser Beschaffung ein wesentliches Wort mitgesprochen haben und mitsprechen, eine Risikostreuung realisiert. Wir haben Vertragsabschlüsse mit unterschiedlichen Firmen, mit unterschiedlichen Technologien realisiert und drittens auch mit damit verhindert mit dieser breiten Streuung, dass etwa eine Unterlassung von einer Zulassung nicht dazu führen würde, dass es insgesamt Versorgungsprobleme gibt. Wir haben einen gesonderten Impfplan erstellt. Dieser Impfplan und seine Umsetzung ist abhängig davon, wann die entsprechenden Zulassungen erteilt werden und wann die Liefertermine für diese Impfstoffe, für unsere Schutzimpfung für Österreich tatsächlich realisiert werden. Unsere Strategie, die wir auch bereits im Herbst verankert haben, ist mit dem Impfstoff zu den Betroffenen, das heißt möglichst wenig Barrieren, erstens gratis und zweitens hinein in die Ortschaften, in die Betriebe, dort, wo die Leute zu Hause sind, dort wird das Impfangebot ausgerollt. Und ich glaube, das ist gut und richtig, dass niemand sagen soll, ich habe mir es nicht leisten können oder ich konnte mich nicht zur Impfung hinbewegen. Also ein guter barrierefreier Zugang als erster Teil. Und zweitens, wir haben uns dazu entschieden, mit den Risikogruppen zu beginnen. Und ja, natürlich ist es so, wenn ich in einem Alten- und Pflegeheim zu impfen beginne, ist das nicht im selben Tempo möglich, wie wenn ich das in einem Betrieb zum Beispiel bei einer Impfstraße mache. Ist ja doch völlig klar, dass das mehr Zeit braucht, mehr Beratung, gerade bei Menschen, die in einer Lebenssituation sind, wo sie teilweise Mobilitätseinschränkungen haben, wo es manche gibt, die schwere Demenzerkrankungen haben, wo wir Sachwalterschaften haben und entsprechende Bestätigungen.
Bestätigungen und Berücksichtigungen einholen müssen etc. Aber ich glaube, es ist absolut richtig und wichtig, bei den Gefährdetsten zu beginnen, und dann schrittweise in die Mitte der Bevölkerung zu gehen. Sie finden alle Zahlen, alle Daten, alle Fakten dieser Impfstrategie und dieses Impfplans auf unserer Homepage auf www.sozialministerium.at. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns, als wir gewusst haben, es kommt sehr zeitnah die Zulassung von BioNTech, von diesem hervorragenden Impfstoff, haben wir uns dazu entschieden, am Beginn eine Pilotphase zu realisieren. Warum eine Pilotphase? Weil wir überprüfen wollten, funktioniert bei diesem Impfstoff, der hervorragend ist, aber sehr sorgsam behandelt werden muss, Stichwort minus 70, minus 80 Grad, was die Lagerung und den Transport betrifft, keine Erschütterungen beim Transport, Stichwort die Herausforderungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Alten- und Pflegeheimen und auch die Frage der Verträglichkeit. Wir haben ja noch keinen Erfahrungswert gehabt, deswegen diese Pilotphase. Und wir haben Anfang letzter Woche feststellen können, diese Pilotphase ist hervorragend umgesetzt worden und die Verträglichkeit dieses Impfstoffes ist eine ausgezeichnete. Wir haben ja, Herr Kollege Loacker, wissen Sie, Herr Kollege Loacker, niemand kann ausschließen, dass es leichte Nebenwirkungen gibt. Und wenn Sie schon einmal in einem Alten- und Pflegeheim gewesen sind, dann wissen Sie, dass diese Menschen sehr empfindsam sind und dass es... Was haben Sie gesagt, Herr Kollege Loacker? Und dass es bei diesen Menschen einfach vermieden werden muss, dass wir hier viele Nebenwirkungen haben. Das ist, glaube ich, das Grundprinzip eines fairen Umgangs, sowohl mit den Bewohnerinnen als auch mit den Pflegerinnen vor Ort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat gut funktioniert. Wir haben ja eine Meldepflicht für Nebenwirkungen in Österreich und es hat bis zum heutigen Tag von 53.000 Impfungen, bei 53.000 Impfungen, sage und schreibe, 11 derartige Meldungen gegeben. Jeder Arzt ist verpflichtet, eine derartige Meldung durchzuführen. Jede Mitarbeiterin im Alten- und Pflegeheim ist auch verpflichtet. Das heißt, wir haben ganz offensichtlich eine gute Verträglichkeit und das ist eine gute Nachricht, die das Vertrauen von uns allen in diesen Impfstoff stärken sollte und stärken kann. Herr Minister, wir sind in der Zeit schon ein bisschen weit. Darf ich um die Antworten noch bitten dann, dass Sie es nicht vergessen? Bitte. Ich versuche es in drei Sätzen abzukürzen jetzt, lieber Herr Präsident. Ich wollte nur Information und Aufklärung geben. Was ist noch zu sagen? Ja, wichtiger Punkt, wir haben jetzt die Beschaffung noch einmal intensiviert. Unser Problem ist ja nicht die Impfmenge, die Menge der Impfdosen, sondern die Frage, wie viele Impfdosen stehen im ersten Halbjahr des heurigen Jahres zur Verfügung? Und ich kann Ihnen mit Freude sagen, dass wir am Montag im Rahmen des neuen EU-Vertrags, der letzten Freitag abgeschlossen wurde, die Beschaffung von zusätzlichen 3,8 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffes fixiert haben. Das ist eine ganz gute Nachricht für Österreich, weil ein Teil auch im ersten Halbjahr ausgeliefert wird. Und sollten wir es schaffen, dass jetzt auch die Zulassung für AstraZeneca kommt, bin ich sehr zuversichtlich, dass das in Summe noch einmal zu einer deutlichen Beschleunigung unseres Impfprogrammes hier in Österreich führt. Wir haben uns schlussendlich am vergangenen Freitag, haben wir noch einmal präzisiert, die Kooperation mit den Ländern, die jetzt die Verimpfung vor Ort organisieren. Bin zutiefst überzeugt davon, das können sie hervorragend. Und gleichzeitig bleibt der Bund zuständig für die Beschaffung, für die Auslieferung, für die gesamte Logistik und natürlich für die Teststrategie, die vorgibt, in welchen Schritten, bei welchen Gruppen wird tatsächlich entsprechend geimpft. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, komme ich zu den Detailfragen. Zu Frage 1. Was die Bundesländer betrifft und ihre bisherige Impftätigkeit, so haben wir mit gestern Abend den Stand, dass wir bei einer Impfzahl, einer Impfmenge von 52.925 gestern Abend waren. Auf die Bundesländer aufgeteilt in Vials sind das für das Burgenland 252 Vials, für die Steiermark 1251,
57 für Kärnten, 721 für Niederösterreich, 2428 für Oberösterreich, 769 für Salzburg, 796 für Tirol, 1189 für Vorarlberg, 1242 für Wien, 1887, das sind insgesamt 10.585 Vials, die der Impfung zugeführt wurden. Unterschiede im Bereich der Länder sind vor allem darauf zurückzuführen, dass es von den Alten- und Pflegeheimen in diesem eShop-System ja Einmeldungen für die Impfung zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt. Und wir haben in Summe Zehntausende Einmeldungen für diese Woche. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ich ein Alten- und Pflegeheim aus Oberösterreich erst für Dienstag oder für Mittwoch für die Impfung angemeldet hat. Das ist auch gut so und abgesprochen. Die Impfungen finden vorwiegend derzeit in den Alten- und Pflegeheimen und im hochexponierten Gesundheitsbereich, vor allem Covid-Stationen, statt. Die Personendaten mit Alter werden im E-Impfregister erfasst. Da es hier zu settingspezifischen Nacherfassungen kommt, sind die aktuellen Altersdaten derzeit noch nicht repräsentativ, sondern erst nach dieser Nacherfassung. Punkt 2, Frage 2. Österreich hat sich an allen zusätzlichen Kaufoptionen der Europäischen Union beteiligt, insbesondere was BioNTech-Pfizer betrifft. Dieser Gesamtvertrag der Europäischen Union bei BioNTech-Pfizer umfasst derzeit bis zu 600 Millionen Dosen und ist damit deutlich höher als AstraZeneca. Österreich bezieht daher 9,3 Millionen Dosen von BioNTech-Pfizer bis Ende 2021, eine Frage der Produktionskapazitäten. Die 30 Millionen Dosen, die sich Deutschland zusätzlich aufgrund einer Wirtschaftsförderung an BioNTech-Pfizer reservieren konnte, werden vertraglich aber erst in Deutschland ausgeliefert, nachdem der Gesamtvertrag der Europäischen Union mit BioNTech-Pfizer erfüllt ist, wahrscheinlich daher erst Ende 21 oder Anfang 22. Für uns ist, wie gesagt, jede Dose entscheidend, die im ersten Halbjahr geliefert wird, denn da wollen wir ja die Umsetzung verwirklicht haben. Frage 3. Im Zeitplan der Covid-19-Impfstrategie sind einerseits die medizinisch-fachlichen Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums berücksichtigt, andererseits ist es notwendig, auch organisatorische und gesetzliche, insbesondere arzneimittelrechtliche Vorgaben einzuhalten. Die Vorbereitung der Alten- und Pflegeheime und der Logistik für diese größte Impfkampagne Österreichs ist tatsächlich eine Herausforderung. Viele Betroffene mit schweren Mobilitätseinschränkungen, manche mit Demenzerkrankungen, das teilweise erforderliche Einholen von Zustimmungserklärungen durch Erwachsenenvertreterinnen, Fragen von möglichen leichten Nebenwirkungen. Viele dieser Punkte machten es erforderlich, zu Beginn eine kurze Pilotphase zu verwirklichen, in der tausende Impfungen bereits durchgeführt wurden. Ich habe es vorhin erwähnt. Mit unserer Impfstrategie wollen wir eine transparente, effektive und vor allem eine korrekte Durchführung der Impfungen gewährleisten. Nach der ersten Lieferung einer beschränkten Menge von 9.750 Impfdosen des neuen Covid-19-Impfstoffes von Pfizer-BioNTech Ende Dezember wurden und werden die strategischen Lager in Österreich und den einzelnen Bundesländern stetig aufgefüllt. Die breite Ausrollung der Impfkampagne haben wir in enger Kooperation mit den Bundesländern gestartet. Es kommt jede Woche zum fixierten Zeitpunkt eine Lieferung von 61.000 Dosen von Pfizer derzeit nach Österreich und die wird zügig verwendet und der Impfung tatsächlich zugeführt. Punkt 4, Frage 4. Es ist das erklärte Ziel mit der Impfung, alle Menschen in Österreich bestmöglich zu schützen. Daher wird seit 6 Monaten sehr professionell die Impfstoffbeschaffung, Verteilung und Verimpfung vorbereitet. Alle Impfstoffe, die am Markt angeboten wurden und werden und für die österreichische Bundesregierung zugänglich waren und sind, wurden beschafft. Die Impfstoffe werden weltweit derzeit stark nachgefragt. Daher erfolgt die Anlieferung der Impfstoffe in der EU und auch in Österreich nach einem Stufenplan. Nach diesem Stufenplan der Anlieferung richtet sich auch der österreichische Impfplan. Mit der zunehmenden Durchimpfungsrate wird die Möglichkeit zur schrittweisen Öffnung aller Bereiche in Österreich stark gesteigert werden. Es wird einfacher werden. Und damit werden die volkswirtschaftlichen Kosten der Einschränkungen durch das Coronavirus massiv reduziert und damit auch auf diesem Weg jeder Bürgerin und jedem Bürger in Österreich eine Verbesserung der Lebenssituation vorbereitet. Frage 5. Seit dem 30. Dezember 2020 veröffentlicht
veröffentlicht das Gesundheitsministerium in regelmäßigen Abständen aktuelle Updates zu den Impfzahlen sowie den ausgelieferten und abgerufenen Impfdosen auf der Website www.gesundheitsministerium.gv.at. Seit dem 12. Jänner 2021 steht dort außerdem ein öffentlich einsehbares Dashboard zur Corona-Schutzimpfung zur Verfügung, welches einen tagesaktuellen Überblick gibt. Das Dashboard zur Corona-Schutzimpfung wird laufend weiterentwickelt und soziodemografische Daten werden künftig schrittweise ergänzt. Dabei steht der Datenschutz und seine Konformität im Mittelpunkt. Frage 6. Solange der Rollout des E-Impfpasses noch andauert und wir haben das ja massivst vorgezogen und beschleunigt, werden tagesaktuelle Daten über den SKKM-Krisenstab von den Ländern erhoben. Es ist uns bewusst, dass sich die Datenerhebung in den verschiedenen Einrichtungen als nicht einfach gestaltet zur Unterstützung der Erhebung richtet das Gesundheitsministerium, unterstützt durch das Verteidigungsministerium, daher einen Webbrowser, ein webbrowserbasiertes Tool ein, das die Datenerfassung in den entsprechenden Einrichtungen vereinfachen wird. Frage 7. Die Bundesregierung arbeitet im Rahmen der Impfstrategie mit Hochdruck daran, den verfügbaren Impfstoff auf Basis der Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums so schnell wie möglich zu verimpfen. Dabei sind wir im engen Austausch mit allen europäischen Partnern. Es ist wichtig, dass vor allem jene Gruppen zuerst geimpft werden, die bei einer Infektion einem erhöhten gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sein würden und ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Bei der Logistik ist zu beachten, dass sowohl die zweite Dosis des Impfstoffes vorhanden sein muss, und zwar zeitgerecht nach 3 Wochen, wie auch Kühlketten bis zum Verimpfen eingehalten werden müssen, um einen eventuellen Verwurf zu vermeiden. In der Impfstrategie und Logistik wurden diese Faktoren berücksichtigt. Weiters richtet sich die Geschwindigkeit, mit der die Impfungen durchgeführt werden, auch nach dem verfügbaren Impfstoff. Nach derzeitigem Stand sind die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna zugelassen und werden tagtäglich verimpft. Bis Ende März erwarten wir insgesamt 200.000 Dosen des Moderna-Impfstoffes sowie insgesamt 999.375 Dosen von BioNTech-Pfizer. Weiters kann eine Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffes eine breitere Ausrollung für weitere Zielgruppen und damit eine deutliche Beschleunigung ermöglichen. Zur Frage 8. Die verschiedenen Covid-19-Impfstoffe werden von der Republik zentral eingekauft und innerhalb von Österreich fair verteilt, und zwar nach dem Bevölkerungsschlüssel. Die Verteilung erfolgt entsprechend der jeweils verfügbaren Liefermengen. Die erste Lieferung an Impfstoffen enthielt nur eine geringe Menge, wobei nach und nach mehr Impfstoffe nach Österreich geliefert werden. Im Allgemeinen soll die Impfung dorthin kommen, wo Menschen arbeiten, leben oder sich aufhalten. Damit wird ein niederschwelliger Zugang geschaffen. Sofern dies die Impfstoffeigenschaften zulassen, wird in einem ersten Schritt dort geimpft, wo das größte persönliche und systemische Risiko besteht, also bei Personen, die ein persönliches Risiko haben, einen schweren Krankheitsverlauf erlitten haben oder gerade erleiden oder an einer Covid-19-Infektion sterben könnten. Im Vorbereitungsprozess liefen daher intensive Vorbereitungsarbeiten und Planungen aller notwendigen organisatorisch-logistischen Maßnahmen, die eine effiziente Umsetzung einer Impfung ermöglichen. Dabei muss sichergestellt werden, dass entsprechende Impfstoffe ordnungsgemäß gelagert, transportiert, abgegeben und verabreicht werden können. Um hohe Durchimpfungsraten zu erreichen, müssen Impfungen niederschwellig angeboten werden. Hier erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit den Impfkoordinatorinnen der Bundesländer, die bereits im November bestellt wurden und die für eine Umsetzung vor Ort zuständig sind. Verschiedene Settings zur Impfung, wie etwa Impfstraßen, Impfaktionen in Betrieben oder mobile Impfteams, wurden dazu vorbereitet. Und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden morgen auch einige Beschlüsse in diese Richtung, so hoffe ich, treffen, damit das klaglos auch realisiert werden kann. Zur Frage 9. Derzeit sind alle Bundesländer intensiv damit beschäftigt, Impfstellen zu ernennen, zu implementieren und weitere Impfstellen vorzubereiten. Dies ist alles in allem gesamthaft ein nationaler Kraftakt, der eine breite Zusammenarbeit von Gemeinden
Gemeinden, Blaulichtorganisationen, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und weiteren Einrichtungen erfordert. Zusätzlich werden Vorbereitungen für Impfungen in Arbeitsstätten und Betrieben getroffen. Die Möglichkeit der Impfung für jeden Menschen ist im Wesentlichen abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Sofern ausreichend Impfstoff verfügbar ist, werden die Impfmöglichkeiten Ende des ersten Quartals bereits deutlich in Ausweitung sein und Impfungen in Betrieben und gemeindenahen öffentlichen Impfstellen auch für große Gruppen an Personen, etwa Personen der kritischen Infrastruktur, bereits verfügbar sein, abhängig von den oben genannten Kriterien. Frage 10. Der Zeitplan für die Impfung der Risikogruppen ist stark abhängig von den Impfstoffzulassungen und den Liefermöglichkeiten der Hersteller. Hier ergeben sich wöchentliche Änderungen, die auch Auswirkungen auf die Zeitplanungen haben. Diese werden ständig in die aktuellen Planungen eingearbeitet und entsprechend kommuniziert. Die Informationen zu den Impfmöglichkeiten zu den jeweiligen Zielgruppen werden laufend aktualisiert. Am 12.01. wurde eine Aktualisierung der Priorisierungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums veröffentlicht, in der auch die Risikogruppen noch einmal klarer formuliert wurden, damit für jede Person besser nachvollziehbar ist, in welche Risikogruppe sie tatsächlich gehört. Diese Empfehlungen werden derzeit in die Impfstrategie eingearbeitet und dann ebenfalls natürlich veröffentlicht. Zur Frage 11. Aktuell sind die Impfstoffe noch nicht für unter 16-Jährige von den europäischen Arzneimittelbehörden freigegeben, da Studienergebnisse für diese Altersgruppe noch nicht ausreichend vorliegen. Im Fall einer Erweiterung der Zulassung bei entsprechender Wirksamkeit und Verträglichkeit wird dies auch das Nationale Impfgremium hier in Österreich in seinen Empfehlungen berücksichtigen. Klinische Studien zu Covid-19-Impfstoffen an Kindern sind gerade derzeit angelaufen. Es ist derzeit zu früh zu beurteilen, wann genau eine Zulassung von Impfstoffen für Kinder vorliegen wird. Derzeit konzentrieren sich alle Impfprogramme auf die Impfung von Personen höheren Alters, Personen mit hohem Infektionsrisiko und allgemein Risikopersonen, weil hier das höchste Risiko für Erkrankung und Tod durch Covid-19 gegeben ist. Zur Frage 12. Das Kernstück, das nationale Impfregister, wurde im Oktober 2020 in Betrieb genommen. Nach den entsprechenden Vorgaben des Hauses hier und den entsprechenden logistischen Beschlüssen. Alle eingetragenen Impfungen können über das ELGA-Portal von Bürgerinnen und Bürgern eingesehen und bei den ELGA-Ombudsstellen als Ausdruck angefordert werden. Die telefonisch erreichbare ELGA-Service-Line steht für telefonische Anfragen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Ärzte und andere Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung. Die Gesundheitsdienste der Stadt Wien sowie in der Steiermark sind an das Impfregister technisch integriert angebunden. Die weiteren Folgen im E-Card-System stehen seit 20.01. mehr als 8.000 angebundene Organisationen und Gesundheitseinrichtungen eine Web-Oberfläche zur Eingabe von Impfungen zur Verfügung. Österreichweit stehen aktuell mindestens 230 Tablets mit einer eigenen Erfassungs-App zur Verfügung. Wöchentlich werden weitere 200 ausgeliefert. Das entspricht dem steigenden Bedarf. Diese Tablets werden von den Bundesländern für die Covid-Impfungen regional verwaltet. Den bereits an ELGA angebundenen Spitälern steht ab sofort eine Portallösung zur Verfügung, die in die Spitalsoftware integriert werden kann. Rund 1.100 Ordinationen wurden bereits von einem privaten Hersteller mit integrierter Software ausgestattet, die Covid-Impfungen erfassen kann. In Summe haben mit Stand 11. Jänner des heurigen Jahres 232 Gesundheitseinrichtungen, 74.093 Impfungen in den E-Impfpass eingetragen. Das sind also nicht nur Covid-Impfungen, davon sind knappe 30.000 Covid-Impfungen. Frage 13. Aktuell sind rund 40% der Covid-Impfungen im Impfregister erfasst. Mit dem schrittweisen Ausrollen des E-Impfpasses wird dies täglich mehr. Frage 14. Der E-Impfpass ist für Gesundheitseinrichtungen aus Sicherheitsgründen nur über sichere Gesundheitsnetze und nicht über das Internet erreichbar. Insbesondere Alten- und Pflegeheime sind derzeit kaum an diese Netze wie das E-Card-System angeschlossen. Da gerade in Phase 1 diese Einrichtungen die Covid-Impfungen durchführen, laufen derzeit intensive Bemühungen, diese Stellen mit sicheren Technologien zur Erfassung im Impfregister auszustatten. Die mobilen Tablets wurden genau für jene Impfstellen entwickelt,
entwickelt, die keinen Anschluss an die Gesundheitsnetze haben. Zur Frage 14a. Die Anbindung der Impfstellen wird regional in den Bundesländern in Abstimmung mit der ELGA GmbH organisiert und umgesetzt. Für die Ausstattung der Ordinationen bzw. die Auslieferung von rund 3.000 Tablets werden dafür etwas mehr als 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die vollständige Erfassung aller Covid-Impfungen ist avisiert und soll bis spätestens Ende März 2021 umgesetzt sein, wie ich gestern auch dem Gesundheitsausschuss darstellen durfte. Zur Frage 14b. Die Impfstellen können die Impfungen nachtragen, sofern alle notwendigen Daten lokal dokumentiert werden. Ein zentrales Nacherfassungssystem ist aus Haftungsgründen derzeit nicht vorgesehen. Zur Frage 15. Die Anzahl der Impfstoffdosen von BioNTech, Pfizer und Moderna sind höher als ursprünglich angenommen. Einerseits deshalb, weil die Europäische Kommission für die EU-Länder die Option für zusätzliche Dosen aus den abgeschlossenen Vorverkaufsverträgen aufgrund der hohen Nachfrage der EU-Länder aktiviert hat und Österreich aus den zusätzlich verfügbaren Dosen auch abrufen kann und abrufen wird. Andererseits konnte die EU-Kommission einen zweiten Vorverkaufsvertrag mit BioNTech Pfizer vereinbaren. Sie haben die guten Nachrichten am vergangenen Freitag ja wahrgenommen, und zwar für weitere 200 Millionen Dosen plus 100 Millionen optionale Dosen für alle EU-Länder insgesamt. Auch hier ruft Österreich seinen Anteil selbstverständlich ab. Die Auswahlkriterien von potenziellen Impfstoffkandidaten für Verhandlungen sind in der EU-Strategie für Covid-19-Impfstoffe vom 17.06.2020 aufgelistet. Weder Best- noch Billigstbieter sind die Kriterien, sondern alleine zeitliche Verfügbarkeit, Qualität und Kosten. Zur Frage 15a. Der Vertrag mit AstraZeneca hat eine andere Vorgeschichte. Es ist ein multilateraler Vertrag. Vor Konstituierung des Lenkungsausschusses auf EU-Ebene zur Impfstoffbeschaffung, ursprünglich von der sogenannten Vier-Länder-Impfallianz, das war damals Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden, mit dem Hersteller abgeschlossen. Nach dem Zusammenschluss aller 27 EU-Länder zur gemeinsamen Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen, die mit Mitteln aus dem ESI-Fonds unterstützt wird, wurde dieser Vertrag in das ESI-Regime überführt, da der Hersteller die in der EU-Impfstrategie gelisteten Kriterien erfüllte. Dabei konnten die von der Vier-Länder-Impfallianz ausgehandelten Konditionen im Wesentlichen für Gesamteuropa, für die gesamte EU beibehalten werden. Zur Frage 15b. Allein die Tatsache, dass der Vertrag mit BioNTech Pfizer die doppelte Menge von AstraZeneca umfasst, zeigt, dass der Preis bei den Verhandlungen nicht das ausschlaggebende Kriterium war. Zur Frage 15c. Im Juni 2020, also zum Zeitpunkt der Aufnahme der Vertragsverhandlungen mit den Herstellern, war bei keinem einzigen Impfstoff bekannt, welche Effizienz er letztendlich bis zur Zulassung nachweisen wird können. Dass die sogenannten mRNA-Impfstoffe sich mittlerweile als ein goldener Standard herausgestellt haben, war weder von der Einkäufergemeinschaft der EU noch von der Wissenschaft jemals vorherzusehen. Zur Risikostreuung hinsichtlich Marktzulassung, ich habe es am Beginn ja dargestellt, hinsichtlich Marktzulassung, Verfügbarkeit, Qualität und Verträglichkeit bei unterschiedlichen Zielgruppen hat die EU im Impfstoffportfolio eine Mischung zusammengestellt, die aus unterschiedlichen Herstellern und Technologien besteht. Zur Frage 16. Nein, der EU-weite Beschaffungsprozess basiert auf der Grundlage eines gemeinsamen Vertrages, den die 27 EU-Länder untereinander und mit der Europäischen Kommission abgeschlossen haben. Dieser sieht einen klaren Verstoß vor, sollte ein Land parallel zu den auf EU-Ebene laufenden Verhandlungen mit denselben Herstellern in Verhandlungen eintreten. So viel zur Frage, warum es keine österreichischen Einzelverhandlungen zusätzlich gibt. Sollte ein Land jedoch bereits vor Abschluss eines entsprechenden Vorkaufsvertrages auf EU-Ebene hinaus optiert sein, wäre der Abschluss eines bilateralen Vertrages mit demselben Hersteller jedoch erlaubt. Soweit die Vertragsbedingungen. Österreich ist bislang aus keinem einzigen Vorkaufsvertrag hinaus optiert und plant daher auch keine nationalen Alleingänge, die gegen diesen Vertrag verstoßen würden, zumal in diesem Fall auch mit wesentlich schlechteren Vertragskonditionen zu rechnen wäre, da die Marktmacht
der EU-27 wesentlich größer ist als die eines einzelnen Landes alleine. Österreich ist zu keinem Zeitpunkt an BioNTech-Pfizer deshalb herangetreten, um parallel zu den EU-Aktivitäten die Anzahl an Impfdosen zu erhöhen. Selbst wenn Österreich mit einem Hersteller eine Sonderregelung treffen würde, würden die Dosen aus einem solchen Vertragsverhältnis erst nachdem alle europäischen Verträge erfüllt sind, geliefert werden können. Damit ergibt sich weder ein zeitlicher noch ein mengenmäßiger Vorteil als aus solchen an sich vertragswidrigen Sondervereinbarungen mit Herstellern. Zur Frage 17. Aufgrund der Eigenschaften der Impfstoffe werden die Impfstoffe in unterschiedlichen Settings angeboten werden. Es wird beispielsweise voraussichtlich logistisch schwierig sein, einen Impfstoff, der bei ca. minus 70 Grad gelagert werden muss und schnell verbraucht werden muss, im niedergelassenen Bereich flächendeckend anzubieten. Das ist bei Impfstoffen, die bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden, eine ganz andere Situation. Darüber hinaus hängt es davon ab, in welchen Mengen die einzelnen Impfstoffe verfügbar sind. Zudem werden die verschiedenen Impfstoffe zu unterschiedlichen Zeiten auf den Markt kommen, sodass eine freie Wahl auch aufgrund der jeweiligen Verfügbarkeit nicht möglich sein wird, ähnlich wie wir das von den saisonalen Grippeimpfstoffen her ja kennen. Auch wird nicht jeder Impfstoff für jede Person gleich gut geeignet sein, sodass es je nach Impfstoff unterschiedliche Indikationen bzw. Zielgruppen geben wird. Nach derzeitigem Wissensstand gibt es hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit keinen Anlass, einen bedeutenden Qualitätsunterschied zwischen den Impfstoffen anzunehmen. Zur Frage 18. Das Europäische Beschaffungsprogramm für Covid-Impfstoffe ist ein öffentliches bzw. staatliches Programm. Die Impfstoffe stehen ausschließlich Regierungen zum Verkauf zur Verfügung. Damit ist sichergestellt, dass sie zu keinem handelbaren Gut werden, das am Arzneimittelmarkt zur Verfügung stehen würde. Ich erachte gerade diesen Punkt aus Fairnessgründen und Gleichberechtigungsgründen für absolut unabdingbar und wichtig. Zur Frage 19. Es wird Gratis-Testmöglichkeiten für die allgemeine Bevölkerung ergeben und diese werden zunehmend weiter ausgebaut, nach Vorbild der bereits stattgefundenen Massentests, die auch gratis und niederschwellig waren. Natürlich gibt es hierbei immer auch die verfügbaren Testkapazitäten sowie die Priorisierung nach Risikogruppen und symptomatischen bzw. kranken Personen prioritär zu beachten. So müssen zum Beispiel kranke Personen den Personen vorgezogen werden, die sich aufgrund einer Freizeitaktivität testen wollen. Zur Frage 20. Selbsttests werden eine neue positive Möglichkeit in der Pandemiebekämpfung darstellen, wodurch sich auch der Zugang zum niederschwelligen Testen noch weiter verbessern kann. Es wird hier mehrere Möglichkeiten zum Einsatz geben, abhängig von der Art des Tests und der Abnahme. Selbsttests können als betriebliche Tests auch gratis angeboten werden. Abhängig von der Zulassung und Qualität der Tests können Angebote auch für diese Tests geschaffen werden. Dies wird zu entscheiden sein, wenn die ersten Daten zur Qualität der Tests verfügbar sind. Erste liegen ja mittlerweile bereits vor. Selbstverständlich werden in dieser Form Selbsttests auch in die Teststrategie eingearbeitet, insbesondere in Bezug auf was tun mit einem positiven Selbsttest. Wir haben gestern dazu auch gesprochen. Ganz, ganz wichtig, dass hier eine verpflichtende Nachtestung durch einen PCR-Test zu erfolgen hat. Das ist gestern ein Vorschlag im Gesundheitsausschuss auch gewesen, den ich sehr, sehr gerne übernehme, entspricht auch meinen Intentionen. Zur Frage 21. Österreich, Europa und die gesamte Welt hat die Pandemie voller Wucht getroffen. Wesen der Pandemie ist es, dass weder die Entwicklung und die Dynamik wirklich im Detail vorhersehbar und berechenbar ist. Das zeigen auch die neuesten Erkenntnisse zum mutierten Virus, von dem ich am Beginn gesprochen habe, also B.1.1.7. Die Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen haben im letzten Jahr mit Hochdruck daran gearbeitet, entsprechende Strategien, Medikamente und Impfstoffe im Kampf gegen die Pandemie und zum Schutz der Menschen zu entwickeln. Gleichzeitig braucht es zur erfolgreichen Bewältigung der Pandemie jede und jeden Einzelnen, der mitwirkt und seinen Beitrag leistet. Und so hart es ist, auch die sozialen Kontakte zu reduzieren, die Hygieneregeln zu beachten, möglichst gut Abstand zu halten und eine Maske
zu tragen. Die letzten Monate haben eine neue Generation an Tests gebracht. Waren es zu Beginn der Krise PCR-Tests und das Problem der sehr beschränkten Verfügbarkeit von Tests und Laborkapazitäten, so haben wir jetzt Antigentests zur Verfügung, die vor Ort in 15 Minuten die Ergebnisse liefern. So steht jetzt die nächste Generation der Tests zur Eigenanwendung vor dem Durchbruch. Ziel ist es für uns, möglichst niederschwellig und breitflächig in Österreich diese Tests zur Anwendung zu bringen und damit rasch und umfassend Infektionsketten unterbrechen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit in aller Kürze meine Antworten auf die gestellten Fragen. Ich hoffe, ich habe das Informationsbedürfnis stillen können, bin gerne bereit, dass wir auch jenseits dieser dringlichen Anfrage uns zusammensetzen, Informationen kontinuierlich austauschen. Und ich kann nur sagen, zum Schluss einen Satz noch. Wissen Sie, im Frühling sind wir alle da gesessen und haben gesagt, es wäre ein Traum, wenn wir eine Impfung hätten. Im September bin ich müde belächelt worden, als ich gesagt habe, ich glaube dran, dass wir im Jänner einen Impfstoff haben werden. Und jetzt haben wir den Impfstoff. Nützen wir gemeinsam diese große Chance. Ich danke für die umfassenden Antworten.